Stau an der Sicherheitsschleuse des Amtsgerichts. Zwei verfeindete Roma-Familien werden hier heute nacheinander durchsucht. Sie sind für den Prozess aus ganz Deutschland angereist. Hintergrund: Dieser Angeklagte soll ein Mitglied der anderen Familie lebensgefährlich verletzt haben. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, nach einer Beerdigung den Geschädigten angegriffen zu haben, ihn in den Schwitzkasten genommen zu haben und ihm mehrere Schläge gegen den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand versetzt zu haben. Dadurch soll es zu erheblichen Verletzungen mit der Folge auch von Lähmungen gekommen sein. Die Schläge des Angeklagten auf dem Friedhofsparkplatz sollen dafür verantwortlich sein, dass das Opfer 5-mal operiert werden musste und wochenlang im Koma lag. Die Anklage lautet schwere Körperverletzung. Eigentlich sollte der Prozess vor Monaten beginnen, wurde jedoch zwangsvertagt. Es hat einen ersten Prozessversuch im Januar diesen Jahres gegeben. Da gab es Probleme mit der Sicherheit. Ein Besucher dieses Prozesses wurde in der Sicherheitsschleuse mit einem Schlagring angetroffen. Dank großer Polizeipräsenz blieb heute alles ruhig. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.